zeige, dass eine Verdopplung der großen Halbachse eines Planeten dessen Umlaufperiode fast verdreifacht. Wir wissen also am Anfang, A2 ist das Doppelte von A1. Und daraus sollen wir schließen, dass T2 ungefähr das Dreifache von T1 ist. Um das zu zeigen, nutzen wir das dritte Gesetz von Kepler, das wir hier so schreiben: T1 Quadrat auf A1 hoch 3 gleich T2 Quadrat auf A2 hoch 3. Und hier können wir A2 ersetzen durch 2 mal A1. So erhalten wir diese Gleichheit. Hier steht 2 hoch 3 mal A1 hoch 3, also 8 mal A1 hoch 3. Wenn wir jetzt beidseitig mit A1 hoch 3 multiplizieren, dann verschwinden diese zwei Würfel und somit erhalten wir T2 Quadrat gleich 8 mal T1 Quadrat. Und da T2 und T1 positive Zahlen sind, können wir daraus schließen, dass T2 gleich ist zu Quadratwurzel von 8 mal T1. Die Quadratwurzel von 8, das ist ungefähr 2,83, also auch ungefähr 3. Und somit haben wir die These bewiesen. Die Übung ist schon beendet.